Ja, Om Namah Shivaya und herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, dass wir trotz aller Widrigkeiten im Außen dieses Jahr beim Kongress wieder den schamanischen Touch haben. Und das Thema ist ja Guru, der Lehrer, und die Stellung von dem Guru im vedischen Zusammenhang ist sehr, sehr dass wir von den Gurus lernen, dass es sowas wie Sampradaya gibt oder auch Guru Shishya Parampara, das heißt das Übertragen des Wissens von dem Meister zum Schüler. Ich habe viele yogische Meister gehabt und habe sie immer noch und ich habe auch viele schamanische Meister. Von einem dieser Meister habe ich die Krone. Hier, der ist jetzt im physischen Körper nicht mehr anwesend. Der ist 2009 heimgegangen, aber er hat mir die Krone bei der Einweihung gegeben im peruanischen Regenwald. Und dieser Gegenstand ist für mich viel mehr als einfach nur ein Schmuckstück. Das ist auch die Kraft des Meisters und das ist auch der Segen. Und diese Krone reist mit mir mit. Wenn ich schamanisch arbeite, wenn ich Zeremonien abhalte, dann weiß ich, aha, Don Martin Mzarawa Munoz ist hier auf diesem Altar vertreten. Seine Kraft, seine Hingabe und seine Liebe. Die ganz entscheidende Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ist die Liebe. Shakti Prem. Oder auch Prema Ananda, die Schönheit der Liebe. Und ohne den Guru, so sagen das die Yogis, können wir alleine nichts ausrichten. Der Guru, das ist einfach jemand, der uns unterweist, der uns auch begleitet, der uns segnet. Und die Verehrung des Gurus im Vedischen ist eine sehr, sehr hochrangige. Da werden auch die Füße gebadet und Girlanden geopfert. Und der Guru hat einfach einen ganz, ganz hohen Stellenwert, weil er der Stellvertreter Gottes ist hier auf Erden. In meinem Buch Reisen zum Selbst habe ich dem Guru ein ganzes Kapitel gewidmet, weil das für mich auch immer wieder ein Thema war, zu welchen Gurus gehe ich, wo halte ich mich auf und was ist für mich gut. Und die Schamanen sagen oft, derjenige, der den inneren Guru in dir erweckt, das ist dein äußerer Guru. Also die Meister sagen auch immer, du lernst nichts von dem Guru, was nicht in dir schon gewesen ist. Und diese Tatsache, dass der Guru einfach wie eine Hebamme oder wie ein Geburtshelfer dich bewegt energetisch, ist immer eine gute Gelegenheit anzuerkennen, was ist in mir eigentlich drin. Weil diese Weisheit des Herzens und der innere Guru, der nennt sich auch im Sanskrit Chetya Guru, das ist das, was eigentlich in dir schon angelegt ist. Und wenn du einen guten Meister hast, dann ist er in der Lage, den inneren Guru zu erwecken. Und das ist letztendlich das, was der Meister tut. Manchmal sehen sich Menschen danach, ja, wenn ich zu dem gehe oder zu dem gehe, dann passiert eine hervorragende Wandlung. Das ist auch der Fall, aber das ist der Fall, wenn der Guru selber ein fähiger Unterweiser ist, wenn er selber authentisch ist, wenn er auch lebt, was er predigt und wenn er interessiert ist, dem Schüler das Geschenk des Wissens zu geben. Ja. Ja, so viel zu dem Guru. Ich wollte mit euch heute eine Reise unternehmen, eine schamanische Reise, eine Trommelreise. Wir haben eine schöne Trommel. Und bei dieser Reise geht es darum, den Kontakt aufzunehmen zu dem inneren Guru und den Guru auch Sachen zu fragen, möglicherweise. Nicht? Und Guru, das ist nicht nur irgendwie ein alter Mann mit Bart. Ein Guru, das kann dein Tier sein, das kann dein Kind sein, das kann ein Unterweiser sein, den du kaum kennst, aber der dein Herz erreicht. Und diese innere, das innere Erwachen,
im Herzen, das ist letztendlich im Schamanismus und im Yoga das, was wir alle anstreben, ne? Weil wir wollen ja zu Gott und wir wollen auch geheilt werden. Und wenn wir den inneren Guru tatsächlich erreichen im Herzen, dann wird automatisch auch der innere Heiler oder die innere Heilerin wach, nicht? Die Schamanen sagen auch gerne, alles ist in dir angelegt. Du brauchst eigentlich nichts im Außen zu haben. Als ich in Nepal war, mal vor vielen Jahren und auf einer Pilgerreise da unterwegs war, habe ich einen Lama getroffen, den ich gefragt habe, weißt du was, all diese Wege, die ich gehe und all diese Gurus und all diese Unterweisungen und Ausbildungen und so weiter, wozu ist das gut? Ne? Und der Lama meinte zu mir, das, was du da lernst, das ist nichts anderes als das, was in dir schon angelegt ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber warum muss ich diese langen Wege gehen? Ne? Meinte, damit du die Hingabe lernst und damit du dich richtig gut verbindest mit dem, was in dir ist. Aber die eigentliche Unterweisung, die ist in dir schon angelegt. Und das wissen wir manchmal nicht. Nur wir wissen manchmal nicht, dass wir wirklich ja begnadet sind und dass der innere Guru hier ist. Und der äußere Guru, der klopft nur an oder der gibt einfach Unterweisungen, damit der innere Guru sich traut manchmal. Und manchmal brauchen wir einfach einen äußeren Guru, um Sachen zu lernen. Wie im Yoga, ne? Wir brauchen nicht nur die Yogamatte, sondern brauchen tatsächlich jemanden, der uns unterweist, weil dann wissen wir, aha, da ist jemand, der guckt, damit ich keine Fehler mache. Das ist ganz wichtig, ne? Dass du weißt, aha, da ist jemand, der wirklich auch interessiert ist an deinem Fortschritt und der ist da für dich, damit du guten Weg gehst. Gut, in der schamanischen Reise, die wir heute machen, geht es darum, dass du auf die Reise gehst und deinen inneren Guru einfach begrüßt oder ihn auch Sachen fragst. Wenn du konkrete Sachen auch hast, die du wissen möchtest, dann sagen die Schamanen, das ist immer gut, die Reise zum inneren Guru zu machen, weil die Antwort ist schon in dir angelegt. Und durch die schamanische Reise wird der innere Zweifler ausgeschaltet. Da ist man nicht mehr so viel Kopf. Der Kopf ist immer sehr, sehr gerne am Zweifeln und am Sachen zerlegen oder an Sachen anzweifeln und so weiter und so fort. Und die Erfahrung der Trance, die der Schamane auch und der Yogi natürlich auch erfährt, ist dazu da, um den inneren Zweifler auszuschalten und tatsächlich auch die Energie des Herzens zu spüren und einfach wahrzunehmen. So, was ist da in mir angelegt? Oder den Guru auch zu fragen, so. Ne? Lieber Swami Shivananda, kannst du mir sagen, was ist der nächste Schritt auf dem Weg zu meiner Bestimmung? Nicht? Gut. Dann würde ich sagen, die Reise findet im Liegen statt. Könnt ihr euch ganz bequem hinlegen. Ist okay. Und wenn du eine Decke benutzt, achte darauf, dass die Decke die Füße nicht einengt. Deine Augen kannst du schließen und die Aufmerksamkeit des Geistes nach innen richten. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Augen zudecken, wenn dir das hilft. Und als Einstieg zu der Reise rufe ich erstmal die Kräfte an, die Kraft des Ostens, die Kraft des Südens, die Kraft des Westens, die Kraft des Nordens und ich rufe auch die Kraft von Pachamama, Mutter Erde, Gaia, Durga Devi, die Kräfte der Unterwelt und ich rufe auch die Kräfte der oberen Welt, die Kraft der Engel, Erzengel, die Kraft der Meister, Meisterinnen, die Kraft der heiligen Pflanzen. Und ich rufe auch die Kräfte der Mitte, die Kraft der Menschen,
die Kraft der Liebe, die Kraft der Freundschaft. Und ich bitte darum, dass dieser heilige Raum diese Reise trägt, segnet, schützt. Und ich stelle nochmal das Thema der Reise in den Raum. Du gehst jetzt gleich auf eine schamanische Trommelreise, um deinen inneren Guru zu begegnen oder ihm Fragen zu stellen. Und alles, was sich bei dieser Reise zeigt, ist gut, ist richtig, ist heilsam. Und die Reise ist wie immer absolut erfolgreich. Gute Reise. Upacha. Hanan Pacha. Kai Pacha. Pacha Mama, ini inti taita, ini virakocha, ini medicina, ini.
Baharoi, 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 Baharoi. Wairoroi, 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 Wairoroi. Otorongo, Wawai, Dinapuri kongi, Wawai, 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 Wawai. Nevirongi, Wawai, Tinapuri kongi wawai. Wawai, 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 wawai. Paroi, paroi. Paroi, paroi. Paroi, 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 paroi. Gracias a la Pachamama, gracias a la Madrecita Tierra, gracias al Inti Taita Padre Sol, gracias a los ángeles, arcángeles, gracias a los curanderos, curanderas, gracias a las plantas sagradas, gracias a los elementos santos, tierra, agua, fuego, viento. Gracias a la fuerza de la rueda medicinal, la fuerza del este, del sur, del oeste y del norte. Gracias por este viaje. Gracias por esta sanación. Gracias por el contacto con el maestro, maestra. Gracias, gracias, gracias. Nochmal vielen Dank an die Spirits, die diese Reise unterstützt und begleitet haben. Danke an die Mutter Erde. Danke an den Vater Sonne. Danke an die heiligen Elemente. Danke an die Engel, Erzengel. Danke an die heiligen Pflanzen. Danke an die heiligen Tiere. Danke für diese Reise, diese Reinigung und diese Begegnung. Und wir schicken die Energie dieser Reise an alle Orte und alle Wesen, die Energie brauchen, die Heilung brauchen, die Kraft brauchen, die Führung brauchen. Es geschieht bereits. Und du kannst auch innerlich deinem inneren Lehrer bedanken und auch sicher sein, dass alles, was sich gezeigt hat bei dieser Reise, gut ist, heilsam ist, kraftvoll ist und unterstützt dich auf dem Weg zu deiner Bestimmung. Und wenn du deinen inneren Guru gesehen hast, kannst du ihn tief in dein Herzchakra einpflanzen und ihn auch willkommen heißen in deinem Herzen. Und ich bedanke mich bei den Spirits, die da waren, und ganz besonders, während ich getrommelt habe, war hier der Shankaracharya und der Swami Shivananda. Das ist auch ein schönes Zeichen, dass wir gute Gastgeber hier haben, gute Gurus. Hm.
Und nochmal vielen Dank auch an alle, die jetzt online teilgenommen haben. Diese Reise zu dem inneren Guru kann man immer wieder wiederholen. Und auch die Beziehung zu dem inneren Lehrer wiederholen. So sind wir nie alleine. Nochmal zum Abschluss lese ich euch hier eine Übung in Bezug auf den Guru, wieder aus dem Buch Reisen zum Selbst, Schamanismus im Alltag. Ich habe das Buch so konzipiert, dass nach jedem Kapitel einfach auch eine praktische Übung ist, sodass es nicht trocken bleibt und theoretisch, sondern praktisch anwendbar. Und zwar in dem Kapitel Guru steht hier: Stelle dir deinen inneren Guru bildhaft vor. Das kann ein weiser Mann, eine alte Schamanin, ein Kind, ein Engel oder eine abstrakte Energieform sein. Wie sieht er oder sie aus? Was sagt er, sie zu dir? Gibt es eine Unterweisung, eine Botschaft, einen Hinweis auf die nächsten Schritte in deinem Leben? Wovor warnt er oder sie dich? Was möchte er oder sie von dir wissen, hören? Kannst du deinem inneren Guru ein Geschenk machen? Vielleicht ein Mandala malen, ein Heillied singen, ein Ritual ausführen? Wie klingt ein Segen aus seinem oder ihrem Mund für dich? Wozu möchte er oder sie dich ermutigen? Schreibe die Antworten auf und handle entsprechend. Erneuere die Beziehung zu deinem Guru immer wieder. Stelle Bilder, Gegenstände, Symbole für lebende und geistige Gurus auf deinen Altar. Es können auch deine alten Lehrer sein oder Menschen, reale oder imaginäre Gestalten, die dich besonders inspirieren oder inspiriert haben. Schenke ihnen frisches Wasser, Blumen, Gedichte, ein Gebet beim Kerzenschein und bedanke dich immer wieder. Bitte um Segen, bitte um Kraft, bitte um Unterweisung und bitte um Führung. Hari Om Tat Sat. Es ist auch ratsam nach der Reise. Nur jetzt haben wir keine Zeit nochmal für eine Runde. Es ist einfach gut, nach einer schamanischen Reise das entweder zu besprechen oder aufzuschreiben, kurz. Ne? Ein paar Stichwörter, weil dann ist es konkret so. Ne? Dir den inneren Guru vorzustellen, und zwar im Augenbrauenzentrum und im Herzen. Okay, und wenn ein Tier kommt, anstatt einer Menschen? Das ist ein Guru. Und die Schamanen differenzieren nicht. Die sagen nicht, das sind Pflanzen, das sind Tiere. Das ist alles sind, darum sagen auch die Schamanen in Peru Plantas Maestras, also die Meisterpflanzen. Die meisten, ne? Der Don Martin, von dem die Krone ist, der hat immer gesagt, ich habe den gefragt, wer ist dein Guru oder woher weißt du das alles? Und der hat immer gesagt, yo no sé nada, todo lo que sé es de mis plantitas. Das heißt, ich habe keine Ahnung, aber meine Gurus sind meine Pflanzen. Ne? Er hat einen Garten voller Heilpflanzen und mit 88 Jahren war er noch, hat er mir gesagt, ich bin immer noch am Lernen. Ich weiß nichts. Alles, was ich weiß, kommt von meinen Pflanzen.
Ja, ja. Nur Tiere können entweder Krafttiere sein, das heißt, die Krafttier, das ist unsere Hauptenergie, die in uns wohnt, oder aber zeigen sich Tiere als Helfer für eine bestimmte Angelegenheit, für eine Aufgabe oder für eine ganz besondere Fähigkeit, ne? Und die Schamanen unterscheiden eben zwischen dem Krafttier, also dem Haupttier, wenn man möchte, und dem Helfertier. Der Helfertier kommt einfach nur für einen bestimmten Lebensabschnitt und verabschiedet sich dann, wenn die Aufgabe erfüllt worden ist. Aber Schamanen betrachten die Tiere als heilig. Wenn ihr nach Sibirien geht, in Sibirien glauben die Menschen, dass sie direkt von einer großen Bärin kommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen hier im Westen. Und die glauben das in der Tat, dass die große Mama Bär einfach auch die Mama ist für den ganzen Stamm. Und das glauben sogar Kinder im Kindergarten und machen dann auch eine schöne Reise zu der Mama Bär, um sich zu segnen. Und bei Kindern fällt das ganz leicht, weil die haben einfach eine tolle Beziehung zu den Tieren und sind auch begeistert, ja, und für die kennt ihr, ne? Für Kinder ist es alles okay, dass der Hund Sachen versteht oder die Katze oder, ne, die sind einfach noch nicht so abgehoben wie die Erwachsenen, sage ich mal, ne? Und so sind die Tiere sind heilig, ne? Den Schamanen. In der Inka-Zeit in Peru haben die Leute Todesstrafe riskiert, wenn sie einen Kondor umgebracht haben. Kondor war sehr, sehr heilig. Ne? Und das wussten sie, aha, ist nicht nur irgendwie ein Vogel, sondern das ist einfach unser Spirit, ne? Das ist unsere Kraft des Stammes. Ne? Also sehr wichtig. Ja, ne? Physische Empfindungen während einer schamanischen Reise sind sehr oft verknüpft auch mit dem Geistigen. Ne? Und in diesem Bereich wird jetzt kein Kind geboren, aber es wird eine Idee geboren oder eine neue Kraft oder neue Führung. Ne? Das ist natürlich, wir haben auch physisch sehr starke Empfindungen während der schamanischen Reise, weil wir 80% aus Wasser bestehen, ne? Und alleine der Trommelrhythmus bewegt schon Sachen. Ne? Manchmal berichten mir auch Menschen, dass sie, was weiß ich, Kopfweh haben, ne? Wenn da irgendwas geboren wird, oder dass sie im Ajna Chakra zum Beispiel ein Pochen haben, dass sie früher die Regel bekommen bei Frauen, ne? Apana Vayu, da wird etwas losgelassen, da wird etwas ausgeschieden. Ne? Also ich würde es deuten einfach, etwas Neues wird geboren. Ne? Also nicht nur für die Reise, sondern auch für ein Projekt zum Beispiel oder für einen Lebensabschnitt zeigt sich ein Helfer. Und das Hauptkrafttier, das ist das Tier, was wir, ich sage das jetzt, immer schon toll gefunden haben, auch im Kindergarten schon. Oder wenn wir, ich beobachte das immer bei Kleinkindern, wenn sie diese Plüsch-Dinge haben, dass die Kinder auch eine Affinität haben zu einem ganz bestimmten Tier. Das ist auch total spannend. Ne? Und natürlich auch bei der schamanischen Reise, das Tier, was mir erscheint oder was mir begegnet, machen die Schamanen so, dass sie bei der schamanischen Reise, wenn ein Tier sich zeigt, einfach nachfragen. So, bist du mein Krafttier? Weil manchmal das Tier, was sich zeigt, sagt nein, aber ich hole dein Krafttier. Das heißt, der ist sozusagen, der hat eine Brückenfunktion, ne, und holt dann einfach ein anderes Tier und schenkt dir das andere Tier. Manchmal ist es auch ein Rudel, manchmal ist es eine Gruppe, so, ne. Aber generell sagen immer die Schamanen, das Hauptkrafttier ist das ganze Leben bei dir und man kann an dem Zustand von dem Krafttier beobachten, wie dein Prana-Gehalt ist. Wenn es, ne, kränklich ist oder wenn es schwach ist, dann weißt du ganz genau, wenig Prana.
Ja, wir praktizieren, weil ne, manchmal zeigen sich die Tiere auch wirklich ganz, ganz bildhaft so. Ne? Und wenn es dann sehr kraftvoll ist und ne, richtig, weißt du, aha, okay, ich habe eine gute Energie jetzt. Ne? Manchmal habe ich das für mich auch so übersetzt, als wenn wir im Yoga zum Beispiel mit Mantras arbeiten, dann haben wir das Hauptmantra und das bleibt unser Leben lang einfach. Ne? Ein Shiva-Mantra oder Durga-Mantra oder ein anderes. Aber wenn wir irgendetwas benötigen, dann kommen noch andere Energien hinzu. Und da brauchen wir zum Beispiel Ganesha-Mantra, um was anzufangen oder um Hindernisse zu beseitigen. Und da haben wir noch unser Hauptmantra. Aber für die Zeit, wo wir das Projekt dann bewältigen, haben wir noch das Ganesha-Mantra. Und sobald das erfüllt ist, das Thema, geht wieder die Ganesha-Energie zurück. Also so ähnlich kann man sich das vorstellen. Manchmal passiert den Menschen, dass sie zwei Hauptkrafttiere haben. Also es ist nicht so oft, aber manchmal schon. Das haben mir Leute schon berichtet, ne, dass sie zwei hatten. Aber normalerweise ist es ein Tier oder eben eine Gruppe von Tieren. Manchmal können die Krafttiere auch Fabeltiere sein. Ne? Manchmal wundern sich die Leute, dass da ein Drache kommt, oder ein Pegasus kommt, oder das ist, oder auch ausgestorbene Tierarten. Die Schamanen betrachten alle Spirits als lebendig. Auch wenn sie jetzt hier ausgestorben sind, ne? Die Tiere dann, der Spirit lebt weiter von den Tieren. Auch wenn sie jetzt nicht physisch vertreten sind. Ne? Also von daher kann es auch gut passieren, dass das einfach, eine Tierart ist, die offiziell schon nicht mehr lebt auf Erden. Ja, schön. Das hat offiziell den Namen BPM, also Beats per Minute, und es bewegt sich zwischen 150 BPM bis 210. Also die meisten Leute, die die Trommel schlagen, sind ungefähr bei 180. Das ist auch wissenschaftlich messbar, dass das die beste Frequenz ist, um in Trance zu gehen. Ja. Und es bleibt auch während der Reise konstant. Ne? Wenn es sich verändert, dann ist ein Zeichen, dass es zu Ende ist. Schön. Ja, danke euch.